Dominik Heinrich, gratuliere zunächst zum 5:2 Erfolg im ersten Spiel gegen Klagenfurt. Was ist dein Resümee zum Spiel? Was waren die ausschlaggebenden Situationen, die letztendlich zum Sieg geführt haben? Ich denke, das erste Drittel war sehr wichtig, dass wir das gleich gewinnen konnten. Und wir haben auch zu wichtigen Zeitpunkten die Tore geschossen. Und ja, ich denke, wir haben im Großen und Ganzen das Spiel gut kontrollieren können und haben dann schlussendlich verdient gewonnen. Es geht jetzt bereits am Dienstag weiter in Klagenfurt mit Spiel 2. Wie werdet ihr in dieses Spiel gehen? Werdet ihr von der Taktik her was ändern oder wie erwartet ihr euch auch den KC als Gegner? Ja, der KC kann sicher besser spielen als heute, das wissen wir. Und in Klagenfurt ist es nie leicht zu spielen. Wir müssen auf jeden Fall bereit sein und ich denke, wir haben auch noch ein bisschen mehr drauf, was wir heute gezeigt haben. Es war ein guter Start für uns, wir sind 1:0 vorne, das war unser erstes Ziel. Und wir wollen dann natürlich gleich nachlegen in Klagenfurt. Playoff-Spiele sind von der Intensität her natürlich höher einzustufen als Spiele im Grunddurchgang. Siehst du da auch einen großen Vorteil für Salzburg, je länger die Serie dauert, dass man mehr Reserven haben könnte, weil auch der Kader etwas dichter ist als der von Klagenfurt? Natürlich kann das einer unserer Vorteile sein, auch dass wir eislauferisch eine sehr gute Mannschaft haben, wieder wie jedes Jahr. Ich meine, wir wollen jetzt nicht, dass jede Serie ein 7. Spiel geht, dass wir den Vorteil ausnutzen können. Wir wollen natürlich so schnell wie möglich gewinnen. Aber unsere Tiefe im Kader und das Sommertraining, was wir in Salzburg absolvieren, hilft uns sicher und ist sicher ein kleiner Vorteil. Deiner Meinung nach, was werden letztendlich dann die ausschlaggebenden Punkte sein, um die Serie gegen den KAC für sich zu entscheiden? Wir müssen einfach schauen, dass wir defensiv kompakt stehen und vor allem unsere Chancen nützen. Schauen, dass wir so wenig wie möglich Strafen wie möglich machen und dass wir ihnen nicht das Spiel zu einfach machen. Wir können sie nur stark machen, wenn wir uns Fehler erlauben und sie von uns aus stark machen. Aber ich denke, wenn wir unser Spiel spielen, so wie heute, sieht das Ganze ganz gut aus.